Nice Schwartz, Bros und Ladies. Mein Name ist Ron Mielecki und wir haben heute schon viel hinter uns. Ich hoffe, man sieht keinen Achselschweiß, weil wir haben gerade 2 Millionen Scoville, beziehungsweise ja, eigentlich wir, weil der Mann hinter der Kamera hat auch probiert. Gut, dass er noch filmen kann, aber ich bin quasi gerade, ich hatte eine Nahtoderfahrung, sage ich mal so. Und jetzt dachte ich mir so, weil ich habe auch so einen Pitcher, so 1,5 Liter Bier gehabt. Deswegen bin ich gut drauf und wir dachten uns, komm, gehen wir mal ein bisschen den Mauerpark begutachten. Weil dort war ich noch nie. In Berlin der Mauerpark, der ist sehr heiß begehrt. Ich habe auch gehört, dort sind sehr geile Frauen. Deswegen suchen wir jetzt den Weg dahin und ich glaube, es geht in die Richtung. Und warum ich jetzt eigentlich betrunken bin und warum ich jetzt gerade diese 2 Millionen Scoville Hot Wings gegessen habe, einfach nur oberflächlich stabil. Einfach nur aus dem Grund, weil wir waren gerade im Gold's Gym. Ich wollte da so ein Ron Goes Back to Fitness YouTube-Video drehen. Ja, so auf spontan. Und ein bisschen trainieren und ein bisschen Motivationsszenen und ein bisschen Gold's Gym, so Arnold Schwarzenegger und sowas. Ich komme da an, da ist an der Rezeption nichts gegen das Gold's Gym. Keine Ahnung, vielleicht seid ihr ganz cool und so. Weiß ich nicht. Vielleicht melde ich mich da auch an. Keine Ahnung, ist bei mir in der Nähe. Also nicht so weit, 10 Minuten mit Auto, mit Taxi. Aber da war so ein Glatzkopf, der hat mich so aufgeregt. Wirklich, der hat mich so aufgeregt. Ich komme da an, in diesem Gold's Gym, ja. Und ich bin ganz nett mit dieser Brille, mit meiner Brille. So sehe ich ja nichts. Aber viele verwechseln diese Brille auch mit einer Sonnenbrille. Vielleicht dachte er auch, was kommt hier für ein komischer Typ mit einer Sonnenbrille rein. Aber der hat mich so auf 180 gebracht. Ich komme da rein und ich sage ganz nett, mein Lieber, ich hätte mal eine Frage. Er unterbricht mich und sagt so, die Frage geht schon zu lange. Ich dachte mir, wer bist du denn? Wer bist du denn? Wirklich, ich habe mich so krass aufgeregt. Und hier, der Mann hinter der Kamera war live dabei. Und wirklich, ich sag so, ja, ich bin YouTuber, aber das Problem ist auch, dass jeder heutzutage YouTuber ist. Wirklich, Leute, lasst es doch einfach so. Ihr macht meine Arbeit kaputt, ihr nehmt mir die Arbeit weg, ja? Ich komm da rein und ja, so, voll auf Nase nach oben. Na, dauert mir zu lange, die Frage. Na ja, erstmal schreibst du eine Mail an Dings, Jim, keine Ahnung. Ich bin behindert.com und ich denke mir so, ja, da schreibe ich diese, aber das war noch nicht alles. Danach müsst ihr euch vorstellen, weil ich muss jetzt kurz einen Kick geben, weil ich so aufgeregt bin. Wirklich, ich dachte mir, cool, Gold's Gym, Arnold Schwarzenegger ist vielleicht da, vielleicht mache ich mit ihm Bankdrück-Challenge oder so. Und dann ist da dieser Glatzkopf, der dann zu mir sagt, na und wenn du da die E-Mail hingeschickt hast, dann bin immer noch ich, der entscheidet. Der entscheidet, welche filmen darf oder nicht. Wisst ihr was? Hier in diesem scheiß Automat gibt es nicht mal Bier und ich bin gerade leicht angetrunken, ja. Und auch wenn ich mich gerade aufrege, Leute, nichts gegen das Gold's Gym, das sah da ganz cool aus mit Außenbereich und sowas wirklich. Aber dieser Glatzkopf, der da arbeitet, der ging mir so gegen die Gürtellinie. Wirklich. Seht ihr dieses Schlagloch hier? Ja, da würde ich jetzt meinen Penis reinschieben, weil der mich so aufgeregt hat. Wirklich, ohne Spaß. Und jetzt suchen wir diesen Mauerpark. Wir fragen mal die zwei heißen Mädels da auf Rollerblades. Rollerblades. Excuse me, do you know where's the Mauerpark? Mauerpark? I'm looking for the... this direction? Yeah. Thank you. I love you. Both. Oh, komm, lass mal eine Runde Fußball spielen. Einer Köpfer! Ich bin Bode, aber nein. Ja, da gibt's doch ein paar. Ey, Männer, wisst ihr, wo ich ein kaltes Bier herbekomme? Ich war hier noch nie da durch den Park. Super. Kurze Frage. Du musst erstmal hier in der Gegend. Was ist denn das hier für eine Sporthalle? Eine Schmelinghalle. Ah, nee, hier habe ich Hausverbot. Alles gut, danke schön. Achso, Max Schmelinghalle, ja, war mal so eine Geschichte. Ich glaube, da ist dieser. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber hier drin ist dieser Kiss Cup, glaube ich, von Kiss FM. Die machen da so Veranstaltungen. Und darauf bin ich auch nicht stolz, aber ich habe hier wirklich in dem Ding, soweit ich weiß, Hausverbot, weil wir waren hier mal und ich habe mir so ein bisschen
eine Kante angesoffen, sage ich mal so. Aber so eine Kante, die normalerweise bei mir ist, die war an diesem Tag so. Und dann waren wir da und da waren auch so ein paar YouTube-Kollegen von mir und so ein paar Wannabe-YouTuber und sowas und so ein paar Influencer, die Fake-Likes gekauft haben und sowas und Fake-Follower. Und dann waren wir auf jeden Fall da und ich war halt besoffen, so wie immer, ne? Man kennt mich ja. Naja, was ist passiert? Woran hat's gelegen? Ron Mielecki ist auf 3 Promille einmal quer übers Spielfeld gerannt, hat den Flitzer gemacht, dann hat mich die Security gegriffen, rausgetragen, dann kam die Polizei, die haben mich so hier mit Handfesseln auf den Boden gedrückt und sowas. Am nächsten Tag bin ich aufgestanden und dachte mir, war ein geiler Abend. So, wo ist der Mauerpark? Ich muss mich langsam in die Leute einfinden. Ich muss so ein bisschen tanzen, wa? Geil. Also, wir sind jetzt auf jeden Fall hier angekommen im Mauerpark und langsam fühle ich richtig den Vibe. Männer, fühlt ihr den Vibe? Auf jeden Fall. Ich fühle den Vibe auf jeden Fall sehr krass hier. Ich verstehe, warum die Leute hier alle herkommen. Und jetzt bin ich immer noch auf der Suche. Ladies, wisst ihr, wo ich ein Bier herbekomme? Schade. Also ich bin auf der Suche nach so einem eiskalten Bierchen. Das ist mir sehr wichtig, dass wir das heute hinbekommen. Ich bin hier richtig, wa? Ja, was brauchst du? Mach mir mal so zwei Bier. Sicher? Ich küsse noch dein deutsches, arisches Herz. Polnisches. Willst du jemanden grüßen? Grüße gehen raus an alle, die ich kenne. Echt, ja? Ey, Jungs, das ist mein erstes Mauerpark-Erlebnis hier. Ich bin Berliner, aber ich war hier noch nie. Was, Alter? Ich schwör's euch. Grüß euch. Hab ich was verpasst, ja? Ja, ey. Ja, Mahlzeit. Mahlzeit, wenn ich. Trinkst du ein Bier mit mir? Ja, ist ja meins. Ach so. Ja. Guck mal hier. Ah, geil. Komm, machen wir mal Werbung. Was steht da drauf? City Getränkedealer. Digga, ich bin hier mitten drin. Ich bin erstmal hier im Mauerpark. Ich bin aus Berlin, aber ich bin erstmal hier. Wie geht das denn? Guck mal, ich war gerade in einem Laden und wir haben 2 Millionen Scoville Hot Wings gegessen. Ich habe mir die gegeben, ich habe überlebt und dann dachte ich mir, ich habe 1,5 Liter Bier getrunken. Ich dachte mir, wir sind in der Nähe, kommen wir mal vorbei. Lern ein paar Leute kennen, weißt du, wie ich meine? Warum nicht, Digga? Prost, lass dich lecker. Wunderbar. Und wir haben genau diese Location hier gesucht, weil bei mir war trockene Luft, weißt du, wie ich meine? Hast du Bier probiert? Machen wir selber, Jüdische Bier aus Afrika? Aus Afrika? Ey, boah, zeig mal her. Kann ich das einmal eintauschen gegen das? Nein. Nicht gegen ein leeres. Was ist dein YouTube-Kanal? Ron Bielecki? Ja. Was machst du so? Bist du unterwegs, filmst du Leute und so? Machst du Action Jackson und so? Nein, Action Jackson manchmal, also eigentlich ja, immer Action Jackson natürlich, aber voll selten hier so, Dicker. Ich dachte mir, du bist schon gerade hier. Bungee-Jumping. Wo Bungee-Jumping? Bungee-Jumping, wie Action meine ich. Boah, ich würde fühlen. Film? Nee, hab ich noch nicht gemacht. Aber ich wollte vom Helikopter springen, aber die Leute wollten mich nicht. Ich bin links, Schöneberg, Charlottenburg, da die Gegend. Okay. Was machst du da für Action? Oh, nix, Dicker, keine Ahnung. Mit Weibern und so, weißt du? Normalerweise. Okay, wir haben hier beste Leute hier, ich weiß euch. Macht ihr das selber? Er macht es selber. Ehrlich. Digga, aus Ghana. Aus Ghana. Nimm mal ein Stück und sag mal, wie es schmeckt. Digga, das ist krass, oder? Also, das ist so ein bisschen so. Das erinnert mich an was. Das erinnert mich an was? Warte, ich hab Bananenchips, ja, Mann. Digga, Bananenchips, ich wusste, ey. Bananenchips, ja, Mann. Esther. Ich bin immer voll. Was kann man hier noch erleben, Digga? Wo sind die Top-Models? Oder was essen zum Beispiel? Digga. Oh, gegessen habe ich gerade schon. Ich habe so eine Hot Wings mir gegeben mit 2 Millionen Scoville. Was hast du? Oma Rollen so. Ich habe so eine Hot Wings mit 2 Millionen Scoville. 2 Millionen Scoville. Alter, guck mal, die Wings alleine hatten 100 bis 200.000. Dann ich sag zu diesem Kellner, nur er sagt, okay, warte, ich bring dir noch was. Er gibt mir so eine Flüssigkeit, 2 Millionen. Er hat auch getestet. Er ist fast draufgegangen, er hat nur so mit der Zunge probiert. Und ich habe mir so 3 fette Bisse gegeben. Am Nacken, ich kann nicht mal eine normale Chilischuppe essen, so, das weißt du auch so. Aber Nacken, ich habe morgen früh wird es mir gefallen, Digga. Boah, Alter, viel Spaß, Alter. Digga, ich geh weiter. Was hat mich gefreut? Drauf, Juju. Einfach nur juju.com. Und die Geschichte dahinter, wie gesagt, muss man lesen, so Westafrika, sozusagen Voodoo-Bier, Voodoo-Wurzeln und so weiter und so fort. Ja. Aber da ist kein Voodoo-Zeug drin, wa? Natürlich nicht, ich wollte heute Training gehen bei Gold's Gym. Hat doch aufgemacht hier. Oh, really? Ja. Gold's Gym.
Da war so ein Glatze, der wollte mich nicht trainieren lassen. Er meinte, Kamera. Aber weißt du, ich kenne dich von Fitnix, weil ich trainiere da auch schon. Adenauerplatz. Adenauerplatz, deswegen habe ich dich gesehen mit deinem Kumpel Julian und so. Ja, ja. Aber du bist ein netter Kerl. Ja, aber Julian ist jetzt mittlerweile so. This guy is for real, yeah? This guy is for real. For real, ladies and gentlemen. This guy is for real. Ron, hasta la victoria siempre, amigo. Hasta la chicas. Hasta la victoria siempre. Chicas, latinas. Hasta la Victoria's Secret. Chica Latón, hier ist Ron, mein Freund. Er will Spanisch lernen, langsam. So, er muss geduldig sein mit Ron. La Costa Rica es un pueblo de la. Mallorca. Ja. Weißt du, wo kann man eine Sprache besser lernen? Wo? Ins Bett. So, deswegen du brauchst. Ja, ohne Scheiß, Mann. Ohne Scheiß. Ich komme aus Puerto Rico, ja? So, ich habe Deutsch gelernt. Mit der deutschen Dame ins Bett ist, wo man am besten kann lernen. Ja. Aber muss ich ehrlich sagen auch, deutsche Frauen sind leider sehr kompliziert. Ja, übertrieben kompliziert. Was? Ja, das ist wirklich. Du willst deinen Arschloch lecken lassen und sie sagen nein. Die sagen nein. Warum? Zeig dir nein, ja? Warum? Warum? Ja, okay, Leute, ich hoffe, ihr hattet genug Impressionen vom Mauerpark. Ich habe hier Chico kennengelernt. Sehr stabiler Typ. Yep. Auf jeden Fall macht es gut, Leute. Ich hoffe, euch hat dieser Mauerpark-Einblick hier gefallen. Ich werde mir hier heute noch richtig die Kante geben, weil mir gefällt es hier. Also, Leute, bis dann. Ciao, ciao. Hasta la vista. Hasta la vista.